Wie? Bücher in den Urlaub mitnehmen? Nein, auf eine einsame Insel. Eben. Und nicht den Urlaub, Detas. Eine Katastrophe wie in Ihrem furchtbaren Thetis-Buch wird die Welt überschwemmt haben. Ich aber konnte mich retten. Wieso habe ich dann Bücher dabei? Zufällig. Zufällig? Mit letzter Kraft schwimmen Sie ans Ufer und schleppe einen Bücherkoffer mit, wie einer von der DLG einen halb Ertrunkenen schleppte? Kommen Sie, Herbst. Wir stellen uns das ja nun mal vor, dass ich um mein Leben schwimme und dazu einen Koffer voller Bücher ziehe. Gut, dass nicht Sie meine Texte schreiben. Ich will doch nur wissen, welche Bücher Sie dann mitnehmen. Gibt's da Telefon? Gar nichts. Kein Telefon, kein Fernsehen. Das ist gut. Das macht mir Ihre Insel schon wieder sympathisch. Auch keine Musik, wenn Sie nicht ein Instrument spielen. Das soll ich auch noch hergeschleppt haben. Außerdem hat irgendwer garantiert einen Weltempfänger dabei. Alleine, Dieters, Sie sind allein. Verlockend. Was soll ich dann aber mit Büchern? Ich muss mich doch von keinem mehr ablenken dann. Lesen. Lesen? Lesen. Finden Sie nicht, dass es reicht, wenn man schreibt? Sie haben keinen Laptop, es gibt keinen Strom. Die Batterien meines Handys sind irgendwann leer. Richtig. Die Entfernungen sind auch zu groß, als dass sie jemand empfangen könnte. Die Welt hat sowieso andere Sorgen. Ich könnte meine Romane in die Durchschüsse der Bücher schreiben. Sicher, aber in welche? Das hat man Sie tatsächlich gefragt? Ich habe der charmanten Signora Gassetti gesagt, ich stellte ihr einen Rucksack zusammen. Rucksack? Herbst, wie konnten Sie auf sowas verfallen? Das ist ja furchtbar. Hätte ich Seelenruhe sagen sollen, wäre immerhin eine reizvolle Anspielung gewesen. Na gut, Benbow. Was fänden Sie denn dann so als Jim Hawkins? Vielleicht der blaurote Methusalem? Nein. Auch nicht Walser, wenn Sie sich sowas vielleicht vorgestellt haben. Jelinek? Möglichst wenig Belletristisches. Ich würde mich an Arno Schmidts Vorschriften für eine Handbibliothek halten. Nämlich 30% Nachschlagewerke, 30% für Fremdsprache, aus der man übersetzt, 30% Fachliteratur und die anderen 10, sie übersetzen nicht. Na gut, also 40% Nachschlagewerke, 40% Fachliteratur, dann wichtige Zeitschriften, Spektrum der Wissenschaft zum Beispiel, ist mir schleierhaft, wie man ohne die auskommen kann. Und die übrigen 20%? Welche übrigen? Das sind erst 80%. Aber liebster Herbst, ich will doch nicht untergehen, das wird mir zu schwer. Lassen Sie es bei den 80% bewenden. Geht das bitte. Ich habe deine Aufgabe zu lösen und nun sind Sie der Schreiber oder ich? Schriftsteller. Sie sind der Leser. Außerdem ist Ihr letzter Satz halb falsch. Na, Sie sorgen schon für den literarischen Rest. Soll ich Ihre eigenen Bücher nennen? Meine, also Ihre? Tun Sie, was Ihnen gefällt. Na gut. Ich stand auf. Aber keinen Walser, rief er. Und besonders Hertling nicht, sagte er noch, versann, blickte auf, lächelte. Insel? Kein Mensch? Kein Strom? Habe ich ein Feuerzeug gerettet? Und Proviant. Vielleicht nehmen Sie den Hertling doch mit. Er schnippte das Feuerzeug an, blickte seltsam verklärt in die Flamme. Man sollte eine Liste derjenigen Bücher zusammenstellen, die man fürs Lagerfeuer braucht. Detas, ich bitte Sie. Er blickte mir nicht einmal nach, als ich auf ein neues, derart ohne Beistand geblieben, das Kanzler verließ.